Ich hatte einen Freifahrtschein, dass ich Spieler im echten Spiel 90 Minuten, ne? Ich konnte die einfach in zwei Hälften schneiden und jeder hat applaudiert. You enter as a player and you leave as a legend. Aber jetzt will ich mal aufhören zu reden. Ich glaube nicht, so viele Jungs können sagen, dass sie mal Tabellenführer in der Premier League waren. Dann sagt dir der Doktor, wir müssen jetzt deine Achillessehne wegreißen. Ich habe den in der Mitte auseinandergerissen, den Typ Sayonara. Bin ihn mit meinen 19er Stollen sowas von hinten auf die Achillessehne gestiegen. Dann habe ich noch, wir sind ja Ausländer, zu den Engländern gesagt, come on, you soft guy. We're in England here, my friend. Mein Name ist Elias Kachunga. Mein Name ist Michael Hefele. Und ihr schaut einfach Fußball. Einfach mal Luppen sind wir hier, oder? Nee, wo sind wir? Einfach Fußball. Einfach Fußball. Okay. Also Toni, falls du es siehst, Elias und ich, wir können auch mal vorbeikommen. Hallo Leute, ich bin Elias Kachunga, spiele momentan bei Cambridge United und ich werde euch heute erzählen, wie meine erste Station in Huddersfield ist und wie es war, in die Premier League aufzusteigen. Ich bin Michael Hefele, bin aktuell Co-Trainer bei West Bromwich Albion, habe mit Elias die Reise in England angefangen, zusammen mit unserem Aufstieg mit Huddersfield Town und heute nehmen wir euch ein bisschen mit. Elias Kachunga, wo hast du angefangen? Wie ist deine Journey? Also bin geboren in Köln, habe dann da angefangen auch Fußball zu spielen. Bei Eintracht Köln, weil ich dann umgezogen bin von da, ging es dann weiter nach Hahn und Hilden. Dass ich dann am Ende ja, nach Gladbach in die Academy gekommen bin. Bis zu den Profis gekommen und dann hatte ich noch ein paar Stationen, wo ich ausgeliehen war. Hertha BSC, zweite Liga. Hab dann leider nicht so viel gespielt und wurde dann weiter ausgeliehen nach Paderborn. Überragende Zeit mit dem Aufstieg dann auch in die erste Liga. Bin ich dann nach Ingolstadt gewechselt. War eine durchwachsene Zeit, würde ich mal sagen, aber viel gelernt. Und danach ging es nach Huddersfield. Wie kam es zum Wechsel nach England? David Wagner, deutscher Trainer, war vorher bei Borussia Dortmund, bei der zweiten Mannschaft. Er ist auf mich zugekommen und hat gesehen, dass ich momentan nicht so eine gute Zeit in Ingolstadt hatte. Ja, und dann hat er mir erzählt, was er vorhat. Dann hat es viel, weil es zwei Wochen, glaube ich, vom Ende der Transferfenster war, ging es alles ein bisschen schnell. Auch ein Wechsel nach England, total neues Land. Ich muss dazu sagen, mein Englisch war wirklich nicht gut. War wirklich nicht gut, also Schulenglisch. Angst davor gehabt, den Schritt zu machen und dann zu kommen. Im Sommer dann dafür entschieden, nach Huddersfield zu wechseln und kann es auf jeden Fall sagen, dass ich nicht bereue. Ja, Michael. Ja. Ich Michael, für mich Hefe. Ja? Der Hef. Frei raus. Erzähl mal, wie ist das gekommen, dass du nach Huddersfield gekommen bist? Für dich war das ja nochmal ein anderer Schritt als für mich bestimmt. Naja, wir waren ja grundsätzlich ein bisschen andere Profile. Du hast ja auch Nationalmannschaft genau, gespielt. Deutsche Nationalmannschaft. Ja. Mein Weg war ein bisschen durchwachsen, war auch nicht von dem Verein her nicht so, sagen wir mal, Plan A, sondern ich war mehr auf dem Holzweg unterwegs. Aber ich habe natürlich immer die Vision gehabt, dass ich ganz nach oben kommen möchte und in der Premier League spielen möchte. Nach Ingolstadt gegangen, von da aus bin ich nach Augsburg gegangen, alles in der Jugend. Dann nach Unterhaching, ein bisschen dritte Liga da gespielt, über Greuther Fürth, wo Bundesliga war. Bin dann auch ausgeliehen worden, nicht zu Hertha BSC Berlin. Ich bin ausgeliehen worden, Wackerburghausen. Ne? Da bin ich zu meinem Verein dann gekommen, Dynamo Dresden, und bin dort dann im zweiten Jahr auch Kapitän geworden. Wir sind aufgestiegen in die zweite Liga mit Dynamo Dresden. Das war wie der Arsch auf einmal, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Da bin ich heute noch dankbar, hatte da 7 Tore geschossen als Innenverteidiger, war auch drittbester Spieler der Liga, muss man auch mal sagen. Bin dann zu Huddersfield gekommen, was immer mein Traum war, nach England zu gehen, weil da ist der Fußball einfach anders, da ist mehr physikalisch, mehr Power, mehr Zweikämpfe und einfach ein bisschen ehrlicher, würde ich mal sagen. In Deutschland wird da alles abgepfiffen oder kriegst gleich eine gelbe Karte. Ja. Erste Testspiel, da haben wir gegen irgendwelche so Holzhacker gespielt, Ahnung. Langer Ball, steig hoch, dann kommt der, boom, gibt dir mehr einen Ellbogen. Ich denke mir so, puh, das war jetzt sicher faul. Schau zum Schiri. Also stand up, you soft. Und er dachte, okay, alles klar. Dein nächster langer Ball habe ich den in der Mitte auseinandergerissen, den Typ Sayonara, kein Foul. Und er dachte, oh, das ist England hier, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hatte einen Freifahrtschein, dass ich Spieler im echten Spiel 90 Minuten, ne? Ich konnte die einfach in zwei Hälften schneiden und jeder hat applaudiert. Das war super. Ja, und in Deutschland war es zu weich. Der Ball muss schon in der Richtung sein. 2 Meter Radius, aber also, wenn du kommst und räumst den ab,
Da applaudiert jeder, super. Und der liegt da am Boden. Dann habe ich noch, wir sind ja Ausländer, zu den Engländern gesagt, come on, you soft guy, we're in England here, my friend. Leute, ganz wichtig, nicht vergessen, die Glocke aktivieren. Ne? Und unten die Leute markieren, nicht vergessen, ganz wichtig. Und hier klicken, oben, unten, oben, überall. Glocke markieren, Freunde markieren, alles ganz wichtig. Wie wir uns dann kennengelernt haben, rübergekommen beim ersten Tag, sitzen beim Frühstück. Und ich persönlich muss sagen, ich kannte Hefe nicht. Er kannte mich ein bisschen vom Namen, muss ich sagen. Und hat mir dann hat mir ein Selbstvertrauen beim ersten Frühstück gegeben, weil er ja zu meinem Tisch gekommen ist und sagte, oh, Elias Kachunga, oh, ich kann gar nicht glauben, dass du hier bist. Dass ich jetzt mit dir zusammen spielen kann. An unserem ersten Freundschaftsspiel, da macht man immer zum Aufwärmen Passübungen und dann kleine Possession Games, wo man 5 gegen 5 spielt. Und der Elias war in einem anderen Team. Der Ball war wo ganz anders. Ich wollte ja Gas geben. Und dann habe ich den Elias sowas von umgetreten im Aufwärmen. Also ich bin einfach nur gelaufen und bin mit meinen 19er Stollen sowas von hinten auf die Achillessehne gestiegen. Wow. Und der schaut mir an, was ist los mit dir, Digga? Ich so, oh, sorry, sorry. I'm so sorry. Weil ich war so heiß. Ja, hab ich mir gedacht, so kann das doch nicht hier starten. Wie war es für dich, wie du in die englische Kabine gekommen bist, vergleichbar zur deutschen Kabine? Weil von der deutschen Kultur, du kommst in die Kabine, du schüttelst jedem die Hand, mehr oder weniger. Und wenn du gehst, sagst auch goodbye. Und hier in England war es ja eigentlich so, viele Spieler, englische Spieler, die sind in die Kabine gekommen, am Platz. Haben sie umgezogen, Breakfast, Physioraum, Kraftraum, Training. Ja. Du hast nicht wirklich mit denen geredet. Ja, ist das schon ein bisschen anders. Und wir haben es ja gesagt, dass auch von der Kultur mit dem Essen und alles da ein bisschen anders gehandelt war. Frühstück, deswegen, die ersten paar Frühstücke von uns zwei, wenn wir da reingehen, dann siehst du die Engländer, wie die Toast machen, Scrambled Eggs drauf, Beans und noch Barbecue-Soße drauf. Also ich hatte da die ersten Tage schon ein bisschen Käse und Salami ein bisschen gesucht da. Oder Nutella-Aufstrich. Schwierig. Oder Porridge. Und die mal direkt deftig. Das stimmt. Ja, das war auf jeden Fall was anderes. Wie war es von der Stimmung her, wenn du das vergleichst? In Deutschland kennst du es ja, die Fans sind eigentlich von der ersten Minute bis 90 Minuten nur am Singen. Aber hier ist es anders. Hier ist es mehr, dass die Fans mit den Emotionen vom Spiel so mitgehen. Weißt du, wenn du, ich als Attacker oder als Stürmer den Ball hatte und ja, zum Tor gerannt bin und am Dribbeln war, habe ich immer gehört, ach, alle Sitze sind hochgegangen, also wusste ich schon, oh, okay, hier kann was passieren, hier kann ich ein Tor schießen, weißt du? Wenn du einen Kopfball gemacht hast, auf einmal klatschen die und hey, denkst du, ja, okay, du hast jetzt nur einen Kopfball gerade gemacht oder du hast mal kurz einen Ellbogen abgeräumt, dann waren die alle happy. Oder einen schönen Channelball auf dich. Ja. In England ist ein super Stilmittel, einfach als Innenverteidiger, den Ball in den Channel, die Linie entlang und dann muss der Stürmer da laufen. Und das war natürlich für mich super, weil ich habe die Murmel genommen, habe die in den Channel reingejagt und dann, Elias, auf geht's, jag den. In Deutschland beschweren sie hier über englische Wochen, wenn die zwei Spiele mal haben, zwei Wochen da am Dienstag mal spielen, am Mittwoch mal spielen, aber hier ist ja zweieinhalb Monate, Samstag, Dienstag, wo du denkst dann, puh, ist schon viel, ist nicht nur körperlich viel, sondern auch mental. Und du funktionierst dann einfach nur. Jetzt klingelt's. Ich hoffe, das Essen. Elias, ich hoffe, du hast hier die Snacks jetzt hier. Pizza oder sowas. Irgendwas muss schon sein. Hier, komm, ey. Komm jetzt zum Elias runter. Komm hier rein. Kein Essen, kein gar nichts. Also schwach. Bitte nur ein Espresso an. Unfassbar. Der Junge hat in der Premier League gespielt. Also ein kleines Buffet hätte ich schon erwartet. Amazon, ja, läuft bei dir sehr gut, gell? Ja, Hefe will nicht mehr aufhören zu reden. Hefe ist not stopping speaking. Nee, aber da sind wir da durchgerutscht. Und dann Playoffs. Für mich auswärts das Spiel gegen Sheffield Wednesday war fast, muss sagen, in meiner Karriere einer der besten Stimmungen. Also wenn ich da immer noch dran denke, kriege ich immer noch Gänsehaut. Und dann auch, wo wir erstmal das Tor kassiert haben. Du bist absolut tired. Die kommen, boom, boom. Wie soll man das machen? Okay, tight, alle tight. Komm, jetzt concede mal keinen. Jetzt kriegen wir kein Gegentor. Dann sind wir wieder zurückgekommen. Dann musst du auch mal wieder zurückgekommen. Aber das ist die Mentalität, ey. Dass wir da das Spiel dann noch gedreht haben, dann noch mit dem Elfmeterschießen. Das war top, ey. Du auch noch einen Elfmeter auch reingemacht hast. Für das arbeitest du die ganze Zeit, dein ganzes Leben, weil jetzt ist da mal
einen Sinn, eine Wertigkeit. Du kannst was erreichen, richtig erreichen. Du kannst was verändern. Und diese Spiele, diese Playoffs und das Finale, wie wir das gezogen haben, das hat ja unser Leben verändert. Das kannst du nicht mit Deutschland vergleichen. Ja. Wie schön war das, wo wir vom Trainingsgelände dann mit dem Bus runter nach London gefahren sind. Wo wir angekommen sind beim Wembley, da waren glaube ich schon 20.000 Fans vor dem Stadion und wir mussten da durchfahren. Am Tag davor, wo wir ins Stadion gegangen sind, haben wir uns das ganze Stadion angeschaut. Ja. Was mich extrem getriggert hat und da nochmal richtig berührt hat, war das kleine Schild, dass du einen Platz nicht betreten darfst, aber da war drauf gestanden, you enter as a player and you leave as a legend. Also das kann man nochmal anhören. Yeah. You enter as a player, you leave as a legend. Yeah. Wenn wir nach Huddersfield gehen, küsst uns jeder noch die Hand. Also wir sind da das Geschichte. Einfach Legenden sind da in den Büchern, weil es nach so langer Zeit einfach wieder geklappt hat, Huddersfield in die erste Liga zu bringen. Dieses Meeting davor, wo dann dieses Schwarz-Weiß-Bild ist. Und dann sagt der Trainer, ja, das ist die letzte Mannschaft, die in der ersten Liga gespielt hat. Ja. Und du siehst, es ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Yeah. Die waren vor 60, 70 Jahren, keine Ahnung, in der ersten Liga. Und wir sind die neue. Wir können jetzt da was erreichen und wir können den Glauben zurück und die Freude zurückbringen. Wo wir rausgekommen sind, über den Teppich, beim Pokal vorbeigelaufen sind. God save the God Queen. Save the Queen. Wir stehen nebeneinander, so hier. So, hey, Katja, heute ziehen wir das durch. Natürlich, wenn du es dann noch gewinnst und wir da die Treppen nach oben gegangen sind und dann den Pokal hochheben konnten für den Aufstieg, muss ich sagen, ja, also da sind schon ein paar Tränen geflossen bei mir. Aber ich muss auch sagen, dann natürlich war auch ein Höhepunkt das erste Premier League Spiel. Auswärts gegen Crystal Palace haben wir 3-0 gewonnen, waren für einen Tag Tabellenführer in der Premier League. Ich glaube nicht, so viele Jungs können sagen, dass sie mal Tabellenführer in der Premier League waren. Ich würde sogar auch bei mir persönlich sagen, weil Huddersfield hat gegen Leeds United eine große Rivalität. Und es ist ja ein riesengroßes Derby. Und hab Leeds United da ins Tal der Tränen gesägt. Das war schon ein spezieller Moment für mich persönlich. Aber andererseits, der Aufstieg, du kannst das nicht toppen. Das geht nicht schöner. Was war so dein Tiefpunkt bei Huddersfield? Deine letzten paar Spiele, wo wir aufgestiegen sind, da hatte ich schon Löcher in der Achillessehne. Und ich habe nur mit extrem viel Schmerzmittel spielen können. Ich wollte einerseits unbedingt die Playoffs spielen, das Finale spielen und ich konnte nicht mich vernünftig warm machen. Ich bin gehumpelt. Und dann, wie God Save the Queen ist gekommen, dann ist durch Adrenalin ist der Schmerz weggegangen. Aber die Folgen danach, ich konnte dann nicht wirklich die nächste Vorbereitung angehen, weil die wollten die Achillessehne wegmachen, die wollten meine Knochen abschaben, die wollten das zusammennähen und das hörst du natürlich nicht gerne, wenn du gerade das Größte in deinem ganzen Leben geschafft hast. Und dann sagt dir der Doktor, okay, Michael, wir müssen jetzt deine Achillessehne wegreißen. Und ich sage, okay, und wie lange dauert das? Ja, 6-7 Monate. Was gibt es für andere Lösungen? Keine. Ja. Ich versuche das alternativ ein bisschen konservativ zu behandeln und es ist nie wirklich weggegangen bei mir. Es hat sehr, sehr geschmerzt, die Sache, weil du konntest die Früchte, die du erarbeitet hast, nicht wirklich im vollen Genuss genießen. Ich habe dann ein halbes Jahr gespielt und habe mir da dann die Achillessehne gerissen am Ende des Tages. Die Folgen sind dann auch, dass ich halt dann früher als Fußballspielen aufgehört habe, dann mit 30. Dadurch, dass du dann aufgehört hast, hast du ja auch dann weitergekämpft, um jetzt den nächsten Schritt zu machen. Das ist ja auch nicht einfach. Und du hast dich ja dann auch vorbereitet auf den nächsten Step, um dann jetzt auch was Neues zu machen, oder? Du musst ja den nächsten Step erreichen. Ja, ja. Du kannst ja nicht nur in der Vergangenheit leben und du kannst nur über die alten Zeiten reden. Das ist langweilig. Du darfst nie stehen bleiben. Und persönlich für mich, okay, nach der Karriere kommt eine nächste Karriere und du fängst bei Null an. Du musst immer, immer weiter lernen. Nur so geht's dann wieder, wenn ich Trainer sein möchte, muss ich die Steps machen. Habe meine A-Lizenz gemacht, habe den Master gemacht. Nächstes die Pro-Lizenz. Bei West Bromwich jetzt Co-Trainer. Super Einstieg. Ja. Dann wo ist der nächste Step? Nur so geht's. Und nur so geht's auch an alle jungen Zuhörer. Wenn man was machen möchte, dann muss man auch viel Gas geben und auch die Sachen machen, die man nicht gerne machen möchte. Wenn ein Kapitel finish ist, dann kommt das nächste dran. Also es geht immer weiter. Man muss immer positiv sein, dann wirst du wieder erfolgreich sein und so ist das Leben halt einfach. So Leute, ich hoffe, unser Talk hat euch gefallen von unserer Geschichte hier in England und dem Aufstieg. Followt den Kanal, like for like, like for like. Ach shit, warum will ich immer Englisch reden?
Ich hoffe, euch hat es gefallen, unser Talk über unsere Geschichte hier in England und den Aufstieg. Followt den Kanal und lasst ein Like da. Und ja. Einfach mal lupen. Einfach mal. Nee, einfach Fußball. Einfach Fußball. Schaltet ein und abonniert.